Aha. Oh, nein, nee, das ist wieder so einer. Nee, 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 warte mal, warte mal. Hä, der hat die Knarre einfach hergezaubert. Okay, die sind krass drauf, die Typen. Aber nicht so cool wie ich. Oh, 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 Vorsicht. Venom-Schlag. Ja, so bin ich. Bam. Okay. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. So bin ich. Sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Dein Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Okay, warte mal, hier muss irgendwo die Kiste sein. Hier dahinter? Okay, warte mal, wie kommen wir da rein? Aber das hier vielleicht einfach. Gut, vielleicht nicht unbedingt auf seinen eigenen Kopf, aber ja, das geht. Da ist die Kiste. Knife. Geil. Hat der Tobi einen 4K-Monitor? Dazu gibt es auf jeden Fall noch ein paar Informationen in den nächsten Tagen. Es wird auf jeden Fall eine fette Verlosung geben und es wird ein cooles Video zu einem echt geilen 4K-Fernseher geben. Gibt's hier im Stream dann alles? Ja, cool. Also, ne, unter allen Subs werde ich einen fetten Sony 4K Bravia Fernseher verlosen. Den gleichen habe ich auch zugeschickt bekommen, der steht hier, er ist einfach viel zu groß. Er ist einfach viel zu groß. Schwimmbadpommes, ja genau. Sehr gut, du hast wohl schon mal bei anderen schon gesehen. Ja, dazu gibt es dann aber in den nächsten Tagen mehr. Ne, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Hoffentlich schneit's an Weihnachten. Wie viel Zoll? Weiß ich, also ich, der hat 140 Zentimeter. Wie viel Zoll das sind, kann ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Frag mich nicht. 140 Zentimeter hat auf jeden Fall 4K. Ist PS5 ready und alles geeignet dafür, ne? Und so ist ja das. Ja. 55 Zoll, ja, okay. Ja, weißt du, mit Zoll bin ich immer so ein bisschen überfordert. So, auf zur nächsten Kiste. Wir sammeln die gerade mal noch. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob du in 4K spielst. Nein, ich spiele nicht in 4K. Nee, 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 nee. Ich spiele nicht in 4K. Brauche ich auch jetzt nicht unbedingt. Also das ist cool, wenn du es natürlich so, wenn du das jetzt, sag ich mal, so privat zocken kannst, aber zum Aufnehmen oder so, zum Aufnehmen oder so ist das im Moment noch nicht interessant genug, tatsächlich. Das muss man ganz klar sagen. Der Underground hat es unbemerkt hier aufgeschafft. Okay, das nächste Teil gefunden. Sehr schön. Wir haben auch, glaube ich, noch Fertigkeitenpunkte, ne? Zwei Stück sogar. Okay, pass mal auf, dann sollten wir das vielleicht gerade mal machen oder gerade mal nutzen hier. Wir haben das hier erhöht. Halte für einen Venom-Reißerangriff Y, also Dreieck gedrückt, nachdem du einen Kampf mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Okay, was ist hier das nächste? Das Drücken von R1 plus X schleudert nahe Gegner in die Luft, wodurch sie entwaffnet und Venom geschockt werden. Oh ja, dankeschön. Please give me. Verdoppelt die Zeit, in der Gegner Venom geschockt sind. Oder erhöht die Reichweite des Venom-Schlagschadens, wodurch mehr Gegner beim Aufprall Venom geschockt werden können. Oh, was ist das? Kann in Herausforderung 1.0 abgeschlossen werden. Okay, das sind Herausforderungsdinger. Okay, ich verstehe. Das mit dem Venom geschockt ist eigentlich ganz nice, oder? Nicht? Na komm. Das hier drüben können wir leider noch nicht machen. Das kommt wohl erst noch. Okay. Okay, okay, okay. Na, dann wollen wir mal zu Onkel Eric. Ne, wie hieß der Onkel? Ich weiß es nicht mehr. Zieh durch!
Nicht schlecht. Heribert. Onkel Jo. Ja, lass mal zu Onkel Jo gehen jetzt, komm. Super Kombo. Oh ja. Oh, und dann voll gegen die Wand. Mashallah, was für Moves. Ja, Mann. Lücke siehst. Lücke siehst. Sissi semisink. Reichi ist cool. Dankeschön für 5 Monate. Sanoi, dankeschön für 11 Monate. Und Rostock 72. Auch an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und Dankeschön natürlich an alle, die sich hier entscheiden, einen Sub dazulassen oder eine Donation oder ein Prime Sub oder whatever oder auch Resub, ne? Ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Mann, sieht das cool aus. Hui. Ganz, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Bam und wieder gegen die Wand. Toll. Zockst du das auf der PS5? Ja. Entscheiden, das durfte ich nicht entscheiden. Oh, Entschuldigung. Okay, irgendwie geht mein Netz gerade nicht. Kappa. Ah, jetzt geht das große Netz wieder. Alles klar, ich verstehe. Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagte, schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann. Auseinandertreiben. Was muss ich sie erzeugen, um Objekte zu zielen? Okay. L1, um das Netzfeuer abzuschießen. Was war das denn? Okay. Lauer Takedown auszuführen. Das sind blaue Flecke. Okay. Und jetzt können wir noch einen Netzschlag-Takedown machen. Wow. Drücke L2, R2, um einen Punkt aus der Sicht zu schwingen. Ich anschau mich nicht an. Okay. Ich könnte Pete's Visier mal ausprobieren. Don Carlos, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Okay, halte L2 gedrückt und fahre bei einem Gegner um ihn zu. Jetzt kann ich sie aufspüren. Ah, okay. Das ist also wie so ein bisschen wie bei Assassin's Creed, diese Vision. Zack, wir können hier Gegner markieren und erkennen sozusagen. Okay, wir schießen Netze auf irgendwelche Gegenstände. Wie zum Beispiel hier. Und dann. Das war jetzt nicht so gut, ne? Ja, ja, das war jetzt nicht so geil. Glaube ich. Nee, 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 lass mal. Ja, kommt ruhig alle her. Finde ich gut. Nee, 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 nee. Ach, Kacke. Gib mir deine Waffe. Lass den Scheiß. Okay, war jetzt nicht ganz Assassin's Creed, muss man sagen, ne? Hab ich recht? Hältst du nicht auf, Spidey? Was hältst du nicht auf? Finisher! Halt's Maul! Geil. Oh, ey, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Das finde ich jetzt nicht nett. Hutchen aus der Luft! Du hältst jetzt deine Schnauze! Du sowieso! Oh, ich wollte gerade einen Takedown machen. Okay. Warte mal, wo ist. Hier war er doch. Wow, wow, Alter, nice. So, machen wir halt hier einen Takedown. Du machst gar nichts. Yep. Wen haben wir hier noch? Ach, guck mal, gib mal deine Waffe her.
Waffen sind hier not allowed, mein Freund. Bam! Ja! Nice. Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Geil. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Mega nice. Das ist total toll. Das Kämpfen macht so Spaß, ne? Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Das hat aber auch im Teil auf der PS4 schon mega viel Spaß gemacht, tatsächlich. Das Terminal ist hinüber. Okay, das ist wieder Tinkerer. Okay, dann schauen wir uns das Terminal gerade mal an. So. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Was? Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Das könnte lustig werden. Ja, mal gucken. Ja, das mit diesem Tinker haben, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen... Das könnte noch einer unserer Gegner tatsächlich werden. Ich mach die Kamera wieder an. Rätseltipps anzuzeigen. Die Platte drehen, Züge mit Netzen ziehen, sollte klappen. Okay, okay. Finde einen Weg, 3 Züge vor dem Zugangstunnel. Blabiblub, okay. Rail Access Tunnel. Okay, da müssen wir hin. Warte, warte, warte. Wir müssen hier hin. Das klappt. Fast geschafft. Okay, und jetzt muss der Zug aber noch... Ist das gut. Jetzt zu den anderen. Wow. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferung und legt die U-Bahn da. Muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Kann ich erinnern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder... Wie komme ich da hoch? Don Karloff, 1921. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und auch an Rodan. Dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. So, pass mal auf. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Welchen Knopf muss ich drücken, um da hochzukommen? Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Das ist Ausweichen. Ach komm, ich gehe erstmal irgendwo oben hin. Warte, 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 warte. Machen wir das mal so. Zack. Dann rennen wir einmal hier hoch. Hui. Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegenkommen. Als Miles. Dad hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Tippe schnell R1. Okay, okay, okay. Jawohl. Gut, einer noch. Sehr gut. Muss ich den Zug jetzt auch ziehen? Züge ziehen. Und dann weg. Sie blockiert den anderen. Hä? Ach, okay. Ja. Hier ist der andere Zug, ne? Ah, oh, wow. Ja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so gut gewesen, gell? Das müssen wir nochmal machen. Lass uns einfach fürs Feierabend. Der Blubbergeil, mach's gut, mach's gut, mach's gut. Dankeschön fürs Dasein, fürs Dabeisein, fürs Freisein. Dankeschön. Okay, pass auf, dann müssen wir wahrscheinlich das Ding hier nochmal hierher drehen. Und dann den Kollegen hier. Ja. Sehr gut. Und dann müssen wir diesen Kollegen hier. Geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Wunderbar. Jetzt noch Strom. Hm. Strom. Ah, hier, Strom. Die Steuerung hier ist auch hinüber. Aber der Generator nicht. Na toll. Wieso ist hier alles immer kaputt? Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Sieh dir mit R den Generator an. Halte zum Zielen auf den Generator L gedrückt und drücke R1, um leitfähiges Netz abzufeuern. Ach, da oben. Okay. Oh, wow. Cool. Komm schon, U-Bahn von New York. Das ist ja nice. Jawohl! Es ist der Wayne Train nach Wat Everest. Hat sich bei Ihnen was verändert? Er leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich?
Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Natascha Fahr, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für 10 gegiftete Subs. Ich ziehe meinen Hut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Natascha Fahr, für 10 gegiftete Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. So, komm, wir gucken uns mal ein bisschen die Wassereffekte gerade an hier. Dankeschön, wirklich, von ganzem Herzen, Dankeschön. Wassereffekte... Er ist es! Mach ein Foto! Ja, ich bin es. Ja, 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 dankeschön. Es könnte aber auch irgendjemand sein, weil ich habe eine Maske auf. Verstehen Sie? Eine Maske. Achso, warte. Hier bin ich, yeah! Geil, geil. Ich habe Corona. Hey, in deiner Wohnung ist die Heizung. Okay, war nett mit dir zu reden. Entschuldigung, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du quatschen willst. Hey, Taxi. Wow, pardon. Mach mal das mit den Händen. Mann, wie aggressiv kann man sein. Okay, pass auf, wir müssen zurück. We have to go back to submission governor. To receive some things. Ich weiß noch, es gab damals noch so ein anderes Spider-Man-Spiel. War das eines der ersten Spider-Man-Spiele, wo man, glaube ich, auch durch... War das New York City, sich schwingen konnte? Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Auf dem Gamecube, ja. Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Warte. Mich. Ich muss los. Bye. Hier ist deine Underground-Kiste. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Sehr nice. Einfach mal auf dem Weg eine Kiste gefunden. Ist doch wunderbar. Das ist doch nice. Sehr gut. Genau, das war... Ja, ja, genau. Ich meinte das für den Gamecube. Auf jeden. Das gab's auch für PC, glaube ich, tatsächlich. Hieß das Spider-Man, der Film? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es hieß irgendwas mit Spider-Man, der Film oder so. Jenny X494, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen neuen Sub und herzlich willkommen. Dankeschön. Well. Vielen Dank. Oh, Underground-Kiste. Hey, Spider-Man! Es ist Spider-Man! Spider-Man! Ja, ich bin Spider-Man! Ich bin Spider-Man! Halt! Wir sind zu weit. Irgendwo hier muss die Kiste sein. Wir sind der Spider-Man. Das ist die schwäbische Variante. Ich bin der Spider-Man. Ich helfe gern, aber ich habe ganz schön große Preise. Ich bin der Spider-Man. Okay, hier kann man... Oh, wir können das Ding hier broken. Gar kein Problem. Nice. Was mich nur ein bisschen wundert, ist, dass die Kisten hier nicht beobachtet werden. Dass die Kisten hier nicht, na? Ich habe schon ein paar Ideen. Dass die Kisten hier nicht bewacht werden, wundert mich ein bisschen. Hey! Ich bin Spider-Man! Oh, Gulli-Deckel! Spider-Man! Ich bin Spider-Man! Okay, komm, wir gehen schnell weiter. Okay, warte mal ab. Alles klar, okay, dann, ja. Ist das hier der Central Park? Es ist, glaube ich, der Central Park, ne? Ich glaube, es ist der Central Park. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin.
Finn, oh ja, das ist doch die Dame. Oh, hey, Mr. Davis, ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legt Nein. auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Hey. You may, warte mal. Wow. Hä, wat? Ingo hat 9 Subs gegiftet, aber wieso wird das nicht angezeigt? Oh, willkommen im Chat. Mein Chat ist abgeraucht. Ingo, ich danke dir. Ingo, warte. Warte, Ingo, ich hab meinen Hut. Hier, Ingo. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, lieber Ingo. Aber irgendwie spinnt mein Chat gerade rum. Kann das sein? Was genau ist da los? Schöne Feiertage, Spider-Man. Ja, mein Chat spinnt gerade. Ich kann gerade keinen Chat lesen. Es tut mir leid, es wird nichts angezeigt. What is happening here? Warte mal, ich starte mal kurz den Chat neu. Ingo, ich danke dir vielmals. Aber tatsächlich geht auch Tippi gerade nicht, ne? Das ist auch out of order gerade. Bin ich noch live? Bin ich noch da? Okay. So, hier sind wir jetzt. Wie ihr merkt... Wir brauchen dich hier nicht, Spider-Man! Direkt Action. Wir brauchen dich hier nicht. Ja, natürlich. Jeder braucht Spider-Man. Oh, ich muss mich heilen. Und ich muss hier weg. Über deine Knarre jetzt. Okay, einmal heilen. So. Direkt die Action wieder rein hier. Und weg, und weg, und weg. Hä, ich war doch weg. Sauerei. Okay, das Einzige, was mich bei dem Spiel ein bisschen nervt, tatsächlich. Was, R1? Oh, cool. Das Einzige, was mich bei dem Spiel ein bisschen nervt, tatsächlich, ist die Kamera. Die Kamera fuckt ein bisschen ab, muss ich sagen, aber das geht noch einigermaßen. Ich mach schon. Waren das alle? Ausschwärmen. Sicher das Gebiet. Oh, warte mal. Wir müssen was auf Zeit machen. Scheiße, warte mal. Wie viele Spider-Leute gibt es denn? Ja. Können wir hier hochrennen? Jupp. Schwächling. Warte mal, das Ding. Wir wollen das Ding. Und jetzt bam. Sehr gut. Das war nicht gut. Okay, ich muss mehr lernen, darauf auszuweichen. Ich knall Spider-Man ab. Du hältst jetzt doch die Schnauze. So, ciao. Tschüss. Haha! Bam, Junge! Weg damit! Noch eine! Hinter der Kreuzung da! Verstanden! Und jetzt der finishing move! Okay, schau nichts da vorne hin, da sind 2 Stück jetzt sogar. Trotzdem nur 1 Minute Zeit. Müssen wir hinkriegen irgendwie. Und bam! Sehr gut. Wo ist die zweite? Da! Ah, kein Problem für mich. Dafür gleich sterben. Warum? Um das Buchraum zu vernichten? Es zu stehlen? Achso. Ist schon kaputt. Ui. Moin. Oh, das ist einer mit der Knarre. Gar nicht mein Ding. Okay, 2 Stück von denen. Wow. Okay, versuchen wir erst die mit den Knarren irgendwie kaputt zu kriegen. Das ist zwar nicht ganz so einfach, weil hier diese Dicken noch mit rumlaufen. Aber das ging nur hin. Und bam! Hey, na?
I'm the policeman. Wir sind tot. Noch eine. Gibt's nicht. Verstanden. Mann, jetzt hör doch mal auf. Eine noch. Ey, die regen mich auf, ne? So. Erstmal den Käse. Vom Perzug transportiert wird. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Buchform zu vernichten? Es zu stehlen? Waffe her. So. Okay, hier komm. Venom und Bam. Weg damit. Wo ist die Sau? Wo ist der? Okay, das schießen die, das ist gut. Ah, das geht gegen die nicht. Okay, ich verstehe. Warte, dann machen wir den hier jetzt und dann den hier. Da habt ihr nämlich keinen Bock drauf, ne? Sehr gut. Da sieht doch schon besser aus. So, wer will noch nicht, wer hat noch mal? Hier, Finishing Move. Sehr gut. So. Haben wir hier noch jemanden? Oh, da vorne. Na komm, gib mal deine Waffe her. Polizeigewalt! Polizeigewalt! So. Du hast es geschafft. Die Züge fahren. Der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Hier ist alles dicht, Leute. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Was, hier sind alle dicht? Bitte was? Wir sind alle dicht? Okay. Cool. Nice. Oh, was? Wir können Anzug? Müssen wir wieder flicken oder was? Hier siehst du alle Ressourcen, die du gesammelt hast. Okay, man sammelt Ressourcen. Ah, da unten. Okay, das sind einmal Spider-Man-Punkte und einmal Reparaturpunkte oder sowas. Setze deine Ressourcen an, um eine neue Modifikation herzustellen, indem du sie auswählst und X drückst. Oder X gedrückt hältst. Was haben wir hier? Reduziert den Schaden? Schluck auf. Reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe? Dann haben wir hier Angriffe nach perfektem Ausweichen verursacht für 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Oder nach perfektem Ausweichen verursacht. Ah, okay. Und erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer. Ja, danke. Erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer an Venom geschocktem Gegnern. Oh, ja. Das klingt natürlich nicht schlecht, ne? Komm, wir nehmen das. Bam. Anzug modifiziert. Wie sieht eigentlich das Menü aus, wenn wir uns hier die. Trophäenanzahl. Okay, das ist cool. Ich muss sagen, das Trophäenmenü hat bei der PS4 mal lange geladen. Mal gucken, wie schnell das hier geht. Oh. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Wow. Das ging sehr schnell sogar. Cool. Zack, und wieder im Spiel. Ja, nice. Du hast gerade eine Modifikation freigeschaltet. Komm wieder her, um weitere freizuschalten oder um eine andere Modifikation auszuführen. Auszurüsten, so, Entschuldigung. Cool. Jason X66, Dankeschön für deinen 8-monatigen Resub. Dankeschön, vielen, vielen Dank.